Genosse General, wir haben in Hongkong mehrere GBA-Aktivisten enttarnt. Wir vermuten, dass die Terroristen Anschläge auf ein Einkaufszentrum planen. Wir müssen die Mitglieder der Zelle eliminieren. Gehen Sie mit äußerster Härte gegen die Terroristen vor. Genosse General, die Terroristen haben das Tagungszentrum besetzt. Sie müssen das Gebäude und die umliegenden Parkplätze zerstören, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Die Brücke, sie ist weg! China war sehr General, das ist der traurige Rest unserer Armee. Wir brauchen eine Kommandozentrale und eine Radaranlage. Alles klar, machen wir. Und damit herzlich willkommen zurück bei der zweiten Mission von China auf Schwer bei Command & Conquer Generals und dem 100% Uncut Patch. Zusammen kombiniert mit meinem Bloody Steel Mod. Euer General Ricky ist wieder an der Front. Würde mich freuen, wenn ein, zwei von euch so ein bisschen mit moderieren. Gerade auf TikTok, wenn so ein paar Fragen kommen, wäre das wirklich klasse, wenn ihr da so ein bisschen was beantwortet. So ein bisschen den Zuschauern unter die Arme greift, wenn zum Beispiel Fragen aufkommen bezüglich des Uncuts und so weiter. Danke euch. Dort kann ich nicht bauen. Laden wir unsere Kiste voll. Wir sind fertig. So, wollen wir noch mal schauen, was uns hier erwarten wird. Wird gemacht. Also, wir müssen dieses große Gebäude hier zerstören, ja? Laden wir unsere Kiste voll. Sieht doch gar nicht so schwer aus. Schicken wir doch direkt mal einen Artillerieangriff auf ihre Kaserne, hä? Hihihi. Konstruktion abgeschlossen. Wir werden direkt frech. Los geht's. Ich mag große Ziele. Kaserne brauchen wir auch. Weg ist er. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich denke, das war ein herber Rückschlag für die GBA. Genosse General, die Toxintraktoren der GBA sind für unsere Infanterieeinheiten tödlich. Vernichten Sie diese neue Bedrohung mit Ihren Panzern. Oh, guck mal. Diese Terroristen ruinieren mir das Geschäft. Kommen Sie an Bord. Ich bringe Sie rüber zum Tagungszentrum. Vielleicht können Sie diese Bastarde überraschen. Drücken Sie die Transporttaste, wenn Sie bereit sind. Wir nehmen die Fähre? Wow, ist das episch. Das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Da kommt ein Zug. Runter von den Schienen! Verstärkung ist eingetroffen. Warten auf Befehle. Sind unterwegs, General. Oh, da kommt ein Toxintraktor. Vorsicht. Einheit verloren. Autsch, gerade angekommen. Mit einem Expressversand im Paket.
Schon werden sie ja weggeätzt. Autschi. Komm, greift an, greift an. Für die Rote Armee. Wir machen direkt unser schwarzes Napalm-Upgrade. 25% mehr Schaden für alle Drachenpanzer. Stellen wir direkt einen Gatling-Turm hin. Es ist so filmisch inszeniert, das Ganze. I love it. Wir machen uns erstmal ein bisschen Platz hier. Aber wir brauchen Platz, wir brauchen freie Sicht. Mega. Das ist so genial. Der Drache erwacht. Schaut euch das an. Wir verwandeln die Stadt zu Schutt und Asche. Nur damit wir ein bisschen besser sehen können. Boah. Achtung. So. Unsere Upgrades sind durch. Da holen wir mal ein paar Gatling-Panzer raus und ein paar Flammenpanzer. Dann würde ich sagen, wir setzen wirklich rüber. Na, das sieht doch schon hervorragend aus. Solide. So eine schöne Flammenwand. Du bleibst zur Sicherheit hier, bewachst oben unsere Transporter, unsere Sammler. Und mit dem Rest werden wir gleich rübersetzen. Da sind wir frech, da kennen wir nichts. Infanteristen brauchen wir erstmal nicht mehr. Haben wir ansonsten noch was zum Sammeln? Das war so episch mit der Brücke. Ich glaube, hier setzen wir dann rüber. Dann könnten wir hier ein Nachschublager hochziehen. Dann sind wir eigentlich in der Mitte bei dem Gebäude, was wir zerstören sollen. Ich hab jede Menge Munition. Klar, wir können uns hier oben natürlich auch erstmal die Waffenfabrik rausnehmen. Ich denke, das ist auch eine gute Idee. Lasst uns mal zur Waffenfabrik vorrücken. Und danach setzen wir rüber, okay? So machen wir das. Wo geht's zur Schlacht? Ja, General. Ich zeig dir, wo es zur Schlacht geht. Für die Rote Armee. Für die Rote Armee. Marschbefehl bestätigt. Vorsicht, Stoßstange. Rennt weg, rennt weg. China braucht uns. Was haben wir denn hier? Super TV. Schnucki, herzlich willkommen und vielen, vielen herzlichen Dank für den Resub im 55. Monat. Liebe geht raus. Hier oben haben wir auch ein Nachschublager. Haben wir noch ein ziviles Gebäude, können wir eigentlich einnehmen. Und da kommt der Toxintraktor. Wir halten die Stellung. Wir rücken vor. Ich kämpfe für mein Volk. Die Waffenfabrik nehmen wir natürlich raus, gar kein Problem für uns. Gute Arbeit, Genosse General. Sie haben die Chemiewaffenbasis zerstört. Jetzt kann die GBA keine Toxintraktoren mehr bauen. Oh, wie lieb die zu uns ist, ha? Wir werden so richtig verhätschelt. Gut gemacht, General Ricky. Sie haben ein gegnerisches Gebäude zerstört. Ich bin stolz auf Sie. Machen Sie bitte weiter so mit Ihrer Arbeit. Das mache ich. Ach, guck mal, wir bekommen immer wieder Verstärkung. Das ist ja richtig cool. Wo rennt ihr hin? Okay. Gut. Die hatten wahrscheinlich eine Wette laufen. Eine perfekte Deckung. Holen wir noch ein paar Faustmaus raus. Schauen mal, was uns hier oben im Dunkeln verborgen bleibt. Guck mal, Krankenhaus können wir auch einnehmen. Hier haben wir noch so eine Werkstatt. Werden unsere Fahrzeuge dann günstiger.
Ach, ihr wart das. Entschuldigt, ich habe euch direkt in die Flammen geschickt. Komm, rück mal noch ein Stück nach vorne, mein Lieber. Oh ja, unglücklich mit unseren Rotgardisten. Entfesselt den Feuersturm. Chinas Panzerdivision. Wo geht's zur Schlacht? Wir werden sich hier schnell gemacht. Bin wirklich gespannt, was uns hier bei dieser Kampagne alles erwarten wird. Ich freue mich drauf. Liebe so kleine Details. Schaue ich mir immer zu gerne an. Und die Clipping-Fehler, die manchmal bei den Cutscenes kommen, die sind, weil ich ein bisschen weiter rausgezoomt habe, damit wir ein bisschen mehr Weitsicht haben. Weil im Originalspiel ohne Full-HD-Auflösung und so weiter bist du, glaube ich, so nah dran. Ja? Und das ist schon ziemlich, ziemlich nah. Deswegen habe ich das so eingestellt, dass wir ein bisschen weiter weggezoomt haben, damit wir auch vom Kampfgeschehen eine bessere Übersicht bekommen. Glückwunsch, General. Ja? Sie wurden befördert. Hoffe, das ist in Ordnung für euch. Findet ihr das gut, so ein bisschen weiter weggezoomt? Schreibt mir mal bitte eine 1 in den Chat, falls ja. Unser Abwehrheld, du kommst hier nicht ran. Für die Ehre Chinas. Nee. Wir sind die Rote Garde. Nimm mal ein. Du sicherst uns das Krankenhaus. Und die Einsen rauschen hier durch. Sehr schön, freut mich. Dann war das doch die richtige Entscheidung. Ein neues Gebäude für den Ruhm Chinas. Fantastico. Hier oben haben wir nur ein paar Zivilisten. Und noch haufenweise Nachschub, 30.000. Brauchen wir gar nicht, wir setzen jetzt rüber. Die versuchen uns anzugreifen, unter Druck zu setzen. Aber nee. Nicht mit dem General Ricky. Jetzt auf die Waffenfabrik rauf. Und dann setzen wir rüber. Achtung, wird laut. Let's go. Wir nehmen unsere Faustmaus mit. Und zwei Flammenpanzer. Rein da. In Reih und Glied. Los geht's. Na, du darfst zuerst. Gustav, komm, trau dich. Abfahrt. Jetzt der Henry. Henry, was machst denn du? Fällst da gleich ins Wasser rein. Gut, dann erst der Klausi. Olaf, komm, du bist der Nächste. Ja, sehr schön. Mhm. Ich glaube, wir können erstmal noch einen Tee schlürfen, hä? War's das? Ah, ist voll. Na dann, setz mal rüber. Hat aber nicht viel reingepasst, ha? Kurz die Ketten ins Wasser halten, so sieht's aus. Das Radar habe ich noch gar nicht aktiviert, das stimmt. Aktivieren wir. Entschuldigt. Und jetzt wieder raus hier, los. Ja, nee, nicht wieder wegfahren. Aussteigen, aussteigen. Wir drehen noch eine Ehrenrunde, weil es so schee war. Upgrade verfügbar. Okay. Faustmaus einsatzbereit. Ah, ihr schreibt, einige von euch haben sich mehr Gegenwehr vorgestellt. Na gut, guck mal, wir haben hier richtig eine Defense aufgebaut und wir haben sofort nach Anbeginn der Runde haben wir sofort mit dem Artillerie ihre Kaserne rausgeballert. Und somit hatten sie fast keine Fußtruppen mehr. Also das war schon ein sehr, sehr fieser und cleverer Schachzug von uns. Deswegen haben die nicht mehr so viel, was sie uns entgegenstellen können. Und die Drachenpanzer mit den schwarzen Napalm-Upgrades sind natürlich der Oberhammer. Für die Ehre Chinas. Befehle werden ausgeführt. Systeme bereit. Machen wir näher an.
Einheit verloren. Ihr dürft nicht vergessen, es ist die zweite Mission. Ist ja quasi noch ein kleines Warm-up. Jawohl. Wir brennen sie nieder. So. Komm. Rüber. Tut, tut. Die MSR setzt sich in Bewegung. Zockerkasten, herzlich willkommen. Grüß dich. Na guck mal, die wollen frech werden. Seht ihr das? Einheit verloren. Guck mal, was hier ankommt. Und rübersetzen, los geht's. Sehr schön. Faustmaus einsatzbereit. Dich brauchen wir. Für die Ehre Chinas. Faustmaus einsatzbereit. Jawohl, Angriff. Sofort, warten auf Befehle. Sofort. Ja, sind unterwegs, General. Einheit verloren. Für die Ehre Chinas. Stillgestanden. Wir halten die Stellung. Raus mit der Waffenfabrik. Marschbefehl bestätigt. Ich würde sagen, das sieht sehr, sehr gut aus für uns. Wo geht's zur Schlacht? Es ist Zeit für den finalen Klick. Gatling-Panzer einsatzbereit. Wir rücken vor. Wir kämpfen für die Rote Armee. China. Wir kämpfen für die Rote Armee. Scheitere Gatling-Panzer. Da kommt nochmal eine letzte furchteinflößende Gegenwehr von der GBA. Protokolliert und gespielt. Okay, los geht's. Wir halten die Stellung. Aber wir zerschmettern ihre Armee. Nicht sie hin. Faustmaus einsatzbereit. Wir kämpfen für die Rote Armee. Zwei Gebäude auch noch. Vorsicht, Autobombe. Da kommt angerauscht im zweiten. Bleifuß Johnny. Abgewehrt. Wir kämpfen für die Rote Armee. Shichi. Die Terroristen sind keine Gefahr mehr. Gute Arbeit.